sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi, vengo a darvi appuntamento dopo questa pausa estiva indimenticabile nella quale ci hanno acquisito piccola Nazareth, ma noi siamo sopravvissuti perché ci accompagna la Madonna, per un appuntamento imperdibile. Domenica 6 ottobre a Milano alle ore 14:30 ci ritroviamo, per quanti lo vorrete, per un momento di preghiera. L'ultimo nostro raduno è stato a giugno a Firenze, una lunga estate che adesso volge al termine. Vi aspettiamo con la corona del rosario in mano, noi il popolo dei rosarianti, a Milano domenica 6 ottobre, prima domenica del mese dedicato alla Madonna del Rosario. Reciteremo insieme il rosario, accoglieremo la statua della Madonna, benediremo tutti i bambini e faremo la consacrazione alla Madonna e la recita della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Domenica 6 ottobre, Milano, avanti con Maria e a presto. Sia gelobt Jesus Christus und vorwärts mit Maria. Guten und heiligen Tag euch allen, meine lieben Kinder, in den heiligen Herzen Jesu und Mariens und im keuschesten Herzen des heiligen Josef. Guten Morgen und willkommen zurück zu unserer morgendlichen Rubrik Heilige und Kaffee. Heute ist Freitag, der 27. September. Die Kirche feiert im traditionellen liturgischen Kalender das Fest der heiligen Kosmas und Damian, während es im Novus Ordo heute der heilige Vinzenz von Paul ist. Man fragt sich oft, welche Kriterien verwendet wurden, um einen liturgischen Kalender mit historischen Erinnerungen wie der von den heiligen Kosmas und Damian zu ändern und ihn durch den heiligen Vinzenz von Paul zu ersetzen, der im alten Ritus wiederum im Juli ist, was sicherlich einige Schwierigkeiten verursacht. Heute ist jedenfalls das Fest dieser beiden heiligen Brüder, vielleicht Zwillinge. Sie starben als Märtyrer. Sie waren Ärzte. Loro waren Araber. Sie haben allen Provokationen des Römischen Reiches widerstanden und wurden schließlich nach verschiedenen Qualen enthauptet. Im Vergangenen gab es eine große Verehrung der heiligen Kosmas und Damian, aber es gibt keine christliche Stadt der Vergangenheit im Mittelalter, die nicht eine Kirche gewidmet hätte. Eine Gegend oder eine Kapelle für diese beiden heiligen Ärzte, auch immer aus diesem volkstümlichen Interesse, sie anzurufen, weil das früher so war. Zum Beispiel lässt Dante Alighieri in allen drei Gesängen Inferno, Paradiso und Purgatorio der göttlichen Komödie die heilige Lucia erscheinen. Warum? Warum Santa Lucia? Wir finden sie gleich zu Beginn in der Hölle, als Dante von Vergil gesagt wird, dass es wegen des Gebets von Beatrice ist, zuerst der heiligen Jungfrau, dann von Beatrice und von der heiligen Lucia. Und dann im Fegefeuer kehrt das Thema der heiligen Lucia zurück und dann Paradies und Slowden. Warum dieses Interesse Dantes an der heiligen Lucia? Weil er Probleme mit den Augen hatte und sich an die heilige Lucia gewandt hatte, scheint es, dass er auch eine Pilgerreise nach Venedig unternommen hat. Jedenfalls erhielt er die Gnade, Dante ging es besser mit den Augen und daher wurden diese heiligen Kosmas und Damian in der Vergangenheit oft angerufen und gewährten Gnaden, bevor der heilige Antonius von Padua in Erscheinung trat. Dann erschien der heilige Antonius, 200 Jahre später die heilige Rita und die Kosmas und Damian endeten, aber im Mittelalter, in der Zeit von der späten patristischen Epoche bis zum Mittelalter, wurden die heiligen Kosmas und Damian, wie man auch in der Ikonografie der toskanischen, florentinischen und mittelitalienischen Kirchen sowie in Rom sieht, besonders verehrt, weil sie viele Gnaden gewährten. Wir rufen sie an, weil wir wissen, dass wir Leiden mit Liebe annehmen und wenn Gott will, werden wir befreit. Heute ist Freitag. Ich erinnere euch daran, es ist der Tag des Leidens des Herrn und daher das Fasten als Fleischabstinenz. Ich habe in den letzten Tagen einen beleidigenden Beitrag gesehen, wie es leider oft passiert, gegen Paul VI., der angeblich die Fleischabstinenz abgeschafft hätte. Nicht wahr? Das stimmt nicht. Paulus VI. Hat die Unterstützung beim Fleisch nicht aufgehoben. Hat gesagt, dass sie durch andere Akte der Selbstkasteiung ersetzt werden könnte. Und dann delegiert er zwar die Zeit, in der es geschah, an die Bischofskonferenzen. Leider ja. Die Entscheidung und die Bischofskonferenz haben schließlich das Fleischfasten am Freitag abgeschafft.
Quindi war es nicht genau Paulus VI, sondern diese episkopale Konferenz, die seit nunmehr 4 Jahrzehnten das Zentrum der italienischen Freimaurerei ist. Auf diesem Punkt reicht es, sich anzusehen, welche italienischen Bischöfe und Theologen von Fernandes als Berater der Kongregation für die Glaubenslehre ernannt wurden, um zu erkennen, dass es sich um eine reine Noantri-Angelegenheit handelt. Sicher rufen sie mich nie, aber merkt euch, ich will nicht gerufen werden. Warum nicht sagen, ich bin Theologe? Nein, trotz 2er Abschlüsse in Theologie mit Bestnoten an der Gregoriana weiß ich es nicht. Publikation, ich bin kein Theologe. Dann verstehst du, dass ich auch die Werkstatt von uns bin. Verstehst du, heute ist eben Freitag, Abstinenz von Fleisch, die fromme Übung des Kreuzwegs. Bitte, das sind 2 Praktiken, die der kleine Rest hochhält. Betet persönlich den Kreuzweg oder auch in der Familie, wie es euch passt. Dann heute ist Freitag. Ich erinnere euch an das Gebet der Pioniere des Rosenkranzes heute Abend um 21 Uhr live auf dem YouTube-Kanal von Radio Domina Nostra. Ich habe die Seminaristen abwechselnd gefragt, die ich herzlich grüße, ob sie bereit sind, das Gebet der Pioniere des Rosenkranzes zu leiten. Und sie haben ja gesagt. Daher wird es das Gebet der Pioniere sein, während ich aus apostolischen Gründen unterwegs bin. Ich habe die Seminaristen gebeten, den heiligen Rosenkranz zu leiten. Dann erinnere ich euch daran, dass uns morgen Abend die Folge erwartet. Ich sage es jetzt, weil dann Samstag, morgen gibt es nicht die 7. Folge des Zyklus der Katechesen. Kleine große Helden des Glaubens. Morgen werden wir über die Dienerin Gottes Odette Vidal Cardoso sprechen, liebevoll Odetigna genannt, in Brasilien. Er war ein mystisches Mädchen, die kleinste, glaube ich, unter denen, die wir bisher genannt haben. Ich glaube, sie war 7, 8 Jahre alt, nicht älter, als sie starb. Sie hatte wirklich einen Impuls zur Katechese gestern Abend. Ich hoffe, ihr habt sie gesehen. Ihr findet sie auf dem YouTube-Kanal von Radio Domina Nostra in der Playlist Die 7 kaiserlichen Briefe des Kyrios. Wir haben den ersten eingefügt, den an die Kirche von Ephesus, wo Jesus klagt, dass er nicht mehr so geliebt wird wie am Anfang. Schaut's euch an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es ist mehr eine Meditation als eine Katechese. Persönliche Reflexion, ob wir den Herrn lieben, aus meinem Buch Die Symphonie des Lammes. Odetigna wurde in kurzer Zeit heilig, sie ist Dienerin Gottes, sie lebte in Rio de Janeiro in Brasilien. Morgen Abend werden wir um 21 Uhr darüber sprechen. Und dann erinnere ich euch zunächst daran, dass nur noch wenige Tage bis zum Treffen in Mailand fehlen, übernächsten Sonntag. Also sind es mittlerweile praktisch 10 Tage, insgesamt 9 Tage bis zum Milano Congress Center Hotel NH in Assago Milano Fiori um 14.30 Uhr. Es gibt diesen Moment der Gnade. Es ist kein Treffen, sondern ein Gebetstreffen anlässlich des Gebets zur Madonna von Pompeji. Das sehr intensive Programm sieht am Morgen ab 10.30 Uhr vor. 12.30 Uhr, Beichten und dann um 2:30. Wir sehen uns im Salon. Um die Madonna zu empfangen, zur Madonna zu singen, den Rosenkranz zu beten, die Weihe, das Gebet zur Madonna von Pompeji, weil es der erste Sonntag im Oktober ist, dann macht man es um 12 Uhr. Aber wir können es ohne Zweifel auf den Nachmittag verschieben. Und dann wird es den Segen der Kinder von 0 bis 12 Jahren geben, denen wir ein kleines Andenken, eine Erinnerung an diesen Moment der Gnade geben werden. Bringt eure Kinder mit, damit sie gesegnet werden. Pater Johannes Messe mit Don Enricos Predigt. Und dann die eucharistische Prozession, gehalten von Bruder Celestino. Und dann verabschieden wir uns und gehen wie immer von diesen Treffen mit leuchtenden Augen, entspannten Gesichtern und der Freude, die so offensichtlich auf unseren Gesichtern, auf unseren Flügen ist. Sonntag, den 6. Oktober, mit dem Rosenkranz in der Hand, folgt der Rosenkranzbeter. Wir sehen uns in Mailand um 14.30 Uhr. Verpasst diesen Termin nicht. Im Moment wollte ich jedoch an etwas sehr Schönes erinnern, das ich gestern angekündigt habe. Übermorgen, am Sonntag, den 29. September, da ich bereits unterwegs bin und rechtzeitig losgefahren bin, wollte ich den 29. September, zumal es ein Sonntag ist und somit ein arbeitsfreier Tag, nicht verstreichen lassen, ohne irgendwo mit Bruder Celestino zu feiern, denn es ist das Hochfest des Erzengels Michael. Erste Klasse, erste Klasse. Und da ich gesagt habe, wohin ich gehen kann, wohin wir uns bewegen können, dann eben im Gebet,
Hört mal, was für eine Geschichte. Es ist der Entschluss gereift, nach Apulien zu gehen. Aber dieses Mal, anstatt in die Gegend von Bari Foggia zu fahren, wo wir immer die Treffen aus providenziellen Gründen abgehalten haben, die nicht im Detail erzählt werden müssen, haben wir uns auf Salento in Lecce konzentriert, wo wir noch nie als Gebetstreffen waren. Übrigens war ich auch persönlich noch nie im Salento und ich muss sagen, dass es ein schönes Land ist, sehr ähnlich wie Sizilien in vielen Dingen. Also treffen wir uns nächsten Sonntag, den 29. September um 16.30 Uhr im Grand Hotel Tiziano e dai Congressi in der Via Porta d'Europa in Lecce, um den Heiligen Rosenkranz zu beten. Mit der Aufnahme der Madonna erneuern wir die Weihe, machen die Weihe an den Erzengel Michael, beten, feiern die Heilige Messe und dann stellen wir das Allerheiligste aus und beten die Engelskrone zu den neuen Engelschören. Wie kann man diesen Termin verpassen? Wir haben einen Saal für 100 reserviert. Weil ich erwarte, laut meinen Berechnungen, da wir uns im Salento befinden und aus dem Norden Apuliens kommen, Apulien ist eine der längsten Regionen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie kommen, weil wir es praktisch erst gestern gesagt haben und sich daher viele vielleicht nicht organisieren können, aber es wird ein schöner Moment des Gebets sein. Gebe euch Details. Als ich gestern die Entscheidung traf, nach Apulien, ins Salento, nach Lecce zu kommen, um den Erzengel Michael mit dem kleinen salentinischen und apulischen Rest zu feiern, habe ich dies den Mitbrüdern des Vereins mitgeteilt, die alle am Sonntag, dem 6. Oktober in Mailand, anwesend sein werden. Don Enrico, der, wie ihr wisst, in Apulien ist, hat mir eine Nachricht geschickt, in der er mir mitteilte, dass er bereits mit der Verantwortlichen, die ich herzlich grüße, der Ansprechpartnerin für Apulien, der lieben Adriana, vereinbart hatte, für übermorgen, für Sonntag, den 29. September, ein Treffen in Lecce zu organisieren. Ein Treffen, um sich zu sehen. Aber Don Enrico musste diesen Termin wegen anderer Verpflichtungen absagen, also fiel die Sache ins Wasser. Ich wusste nichts davon und daher war dieser Termin, den die liebe Adriana ohne mein Wissen für Sonntag, den 29. September in Lecce geplant hatte, ohne mein Wissen für den 29. September in Lecce, wo in einer dritten Organisation. Seht mal, wenn darin nicht der Plan Gottes steckt, wenn es nicht der Plan Gottes ist, wenn es nicht die Madonna ist, die uns begleitet, genau in Lecce, wo übermorgen Don Enrico sein sollte, da er woanders beschäftigt ist, und ich nichts davon wusste, organisiere ich für Lecce, dass, wenn ich durch Apulien fahre, wie ihr wisst, ich immer in Bari halte. Al limite Foggia, weil man dann leichter weiterkommt. Hier muss man in den Salento hinunter und deshalb habe ich mich stattdessen für Lecce entschieden. Wenn Gott etwas will, wird es wahr, liebe Lecce-Bewohner, liebe Salento-Bewohner, liebe Apulier. Verpasst diesen Termin nicht übermorgen um 16.30 Uhr im Grand Hotel Tiziano e dai Congressi via Porta d'Europa um 16.30 Uhr zur Feierlichkeit des Erzengels Michael. Schließlich wollte ich euch daran erinnern, wie ich es bereits gestern getan habe, dass Dr. Cionci, der unermüdliche, unerschöpfliche Dr. Cionci, eine dritte Initiative gestartet hat nach der Petition, die ihr euch vom letzten Jahr erinnern werdet, und dem Antrag auf Nichtigkeit. Jetzt hat Dr. Cionci eine neue Kampagne gestartet, um zumindest das Bewusstsein zu schärfen. Und das hoffen wir. Pensierte ich auch, das sollte auch diejenigen einbeziehen, die nicht offen dem Marianischen Priesterbund angehören, sich bereitzustellen, also die Petition von Cionci zur Transparenz der päpstlichen Begräbnisse zu unterschreiben. Er hat recht, denn Bergoglio hat entgegen der jahrhundertealten Tradition der Kirche festgelegt, dass der Körper des Papstes, der ihm nicht einmal zu Lebzeiten gehört, geschweige denn nach seinem Tod, nicht dem Papst gehört, sondern der Kirche, gehört Gott. Der Papst hat keinen Körper mehr, könnte man sagen, weil der Körper des Papstes ein Schaukasten ist. Lassen wir es. Keine Zeit, keine Katechese jetzt. Bis jetzt haben wir auch die jüngsten Päpste gesehen, weil Fer Papa Mortus est. Auch das, was Dr. Cionci betont, ist mir ein bisschen entgangen. Aber er hat es erkannt, der Dr. Cionci. Nicht nur, wie ich gestern sagte, dass die Gläubigen das Recht haben, den verstorbenen Papst zu sehen. Mal auch, ich würde sagen, vielleicht vor allem, was heute betont wird,
wahrer Papst mortus est. Das heißt, man muss überprüfen, dass der regierende Papst verstorben ist. Wir können Kardinal Tizio und Caio nicht trauen. Sie sind größere Freimaurer. Wir trauen sie darauf, dass man uns dann sagt, Cionci hat recht, liebe Kinder. Denkt nicht, dass jemand denken könnte, er sei ein Verschwörungstheoretiker. Nein, nein, dass man dann bei diesen Dingen richtig liegt. Certo, wir haben alle wirklich die Nase voll von diesem Mist. Aber leider ist es eine Tatsache. An der Regierung gibt es ein freimaurerisch-satanistisches Establishment, das uns zum Narren hält. Also wenn Bergoglio entgegen der jahrhundertealten kirchlichen und kanonischen Tradition festlegt, den eigenen Körper nicht zu zeigen, was steckt dahinter, ist es gut, bei diesen Leuten Schlechtes zu denken, liebe Kinder. Unterschreibt die Petition, es ist wichtig. Vertraut mir, unterschreibt sie, vertraut mir, liebes kleines Übriges. Perché questa Initiativa del Dottor Cionci è ohne Zweifel eine der wichtigsten, wenn nicht sogar an diesem Punkt die wichtigste. Denn wenn wir sie unterschreiben, müssen alle erklären, warum der Leichnam des Papstes nicht sichtbar sein soll. Verstanden, sagt er, aber dann können Sie ein Foto zeigen. Und wer sagt uns, dass es keine Karikatur, keine Fotomontage ist? Sie sind dazu fähig. Schaut, wenn ihr das nicht begriffen habt, habt ihr nicht verstanden, wer auf dem Thron von Petrus sitzt. Sie sind fähig, das zu tun und noch mehr. Also ist die Petition wichtig. Ich möchte euch sagen, ich weiß, was viele von euch denken, ihr habt es mir auch geschrieben, aber Vater, diese Petitionen bringen nichts. Das stimmt nicht. Seid nicht, wie man sagt, seid geduldig, denn sie gehen trotzdem in die Geschichte ein. Diese Petitionen, die auch der kleine Rest unterstützt, und hoffentlich auch andere Menschen, die nicht zum kleinen Rest gehören, dienen als Initiativen, um zu sagen, dass wir nicht einverstanden sind. Warum den Papst nicht sehen? Abgesehen davon, dass er kein Papst ist. Das ist der Grund. Und das ist der Grund. Was steckt hinter dem Willen, ab diesem Moment den Leichnam des römischen Pontifex nicht mehr zu zeigen? Die Leute haben das Recht zu sagen, der Papst ist wirklich gestorben. Weil ihr wisst, dass nur wenn der Papst tot ist und alle sehen, dass er tot ist, kann die kanonische Wahl des Nachfolgers erfolgen, sofern er nicht gültig zurücktritt. Das ist was anderes. Weil Bergoglio, der nie etwas tut, es sei denn, es gibt eine teuflische Intrige, beschließt, den Leichnam im Sarg zu bedecken. Warum soll man den Leichnam des Papstes nicht mehr sehen? Evidentemente, weil man nicht mehr offen, klar sagen kann, war und war, der Papst ist tot. Und so können sie ihre Betrügereien, ihre Machenschaften, ihre Manöver machen. Haben sie im 2013 gemacht, liebe Kinder. Wollt ihr, dass sie es nicht auch danach tun? Also kann jeder von euch denken, was er will. Was denkt Bergoglio? Nur er und der Teufel können es wissen. Und vielleicht entscheidet er sich, warum nicht, einfach zu verschwinden. Die abhauen im Sinne von, dass er irgendwann vorgibt, tot zu sein und stattdessen heimlich von irgendwo anders aus das Kommando führt. Aber glaubt ihr, das ist Science Fiction? Entschuldigt. Aber diejenigen von euch, die Zweifel an dieser Möglichkeit der Petition von Cionci haben, denkt darüber nach. Vielleicht, wenn wir euch vor 12 Jahren erzählt hätten, dass Benedikt der 16. und dann Bergoglio und hier und wer ist der, ihr hättet gesagt, viele von euch, was ihr heute noch über die Möglichkeit denkt, dass Bergoglio verschwindet, dass in dem Sarg niemand ist, sie machen eine Fotomontage und währenddessen kommt der Nachfolger, ferngesteuert von irgendwo auf der Welt. Denn wenn ich das mache, erwischen sie mich. Aber wenn Bergoglio es macht, gibt es den Schutz der weltweiten Mächte. Also kann er mit seinen Leuten abhauen, wohin zum Teufel er will, ohne dass jemand weiß, was aus ihm geworden ist. Verstanden? Es ist alles möglich, liebe Kinder. Es ist alles möglich. Also wenn ihr wollt, unterschreibt die Petition zur Transparenz der päpstlichen Begräbnisse, denn ich halte das für eine kluge und weise Sache. Gut, kommen wir zur heutigen Folge. Jetzt, da ich den Titel ein wenig vorweggenommen habe. Es geht um den Erzengel Michael und den Kampf gegen den Teufel. Heute ist Freitag und somit der letzte Tag der Woche, an dem es Heilige und Kaffee gibt. Morgen gibt es das nicht. Also ist es die letzte Gelegenheit vor der Hochfeier erster Klasse im alten Ritus, etwas über diese biblische Figur zu behandeln. Biblisch wohlgemerkt, nicht mythologisch, biblisch. Sie ist in der Heiligen Schrift präsent. Von einem pastoralen, theologischen und liturgischen Standpunkt aus beginnen wir.
Pseudomodernistische Übernahme. Die Engelspräsenz wurde praktisch fast vollständig verdunkelt, zensiert, mit schwerem Schaden für die Gläubigen, das christliche Leben der Gläubigen. Denn die Engel müssen angerufen werden, denn die Engel müssen gebetet werden, denn die Engel begleiten uns. Wir könnten ohne die Anwesenheit der Engel keinen Schritt vorwärts gehen, angesichts der dämonischen Wut, die auch Engel sind, aber Gefallene. Eben gefallene Engel, also springen sie uns an. Und wir sehen, wie viel dämonische Symptomatik es überall gibt. Dann schickt uns Gott, wie es das Wort Gottes sagt, die Heilige Schrift, das Buch Exodus. Er schickt uns die Engel, damit sie uns beistehen und begleiten. Die Engel sind geistige Wesen, deshalb sehen wir sie mit unseren leiblichen Augen nicht. Weil sie keinen Körper haben, keine materiellen Ambitionen. Sie sind reine Geister, wie es der Katechismus lehrt. Ja, wir sehen sie nicht, aber sie sind da und begleiten uns. Alle haben wir einen Schutzengel. Nächste Woche, am 2. Oktober, das Fest der Schutzengel. Ja, dann gibt es eine, wie ihr wisst, ich habe schon mehrmals darüber gesprochen, weil auch dies, Gott sei Dank, als sensibler Theologe ein Thema ist, von dem ich weiß, dass es grundlegend ist, es wiederzuerlangen. Die Kirchenväter sprachen bereits darüber. Der Pseudo-Dionysius Areopagita, ein schwer zu identifizierender Kirchenvater, um ehrlich zu sein, und dann vor allem Gregor der Große, sie sprachen von den Engelschören. Haben sie die Existenz der Engel gemäß der spätjüdischen Tradition nicht zufällig, sondern in Engelschören organisiert? Und die Bibel nennt mindestens drei Engel, die den Rang von Erzengeln haben: Michael, Gabriel, Raphael. Die Kirche lädt uns ein, diese Engel zu bitten, uns zu schützen, zu helfen und zu bewahren. Und insbesondere ruft die Kirche dazu auf, den Erzengel Michael anzurufen. San Michele Arcangelo, wer ist das? Der Name stammt aus dem Hebräischen Michael. Das bedeutet, wer ist wie Gott? Und der Schrei, den der Erzengel Michael in diesem Kampf ausstieß, der nicht physisch ist, natürlich nicht der ukrainisch-russische Krieg, aber es ist ein Krieg, zudem anspruchsvoller als der materielle mit Panzern und Gewehren. Die Glaubenskrieg, den ich euch jetzt erzähle, poche Worte, weil ich euch die Erscheinungen des Erzengels Michael erzählen möchte. Die Kirche hat 6 oder 7 davon weltweit anerkannt. Ich werde sie euch jetzt nennen. Erzengel Michael hat sich inzwischen manifestiert. Aber gehen wir der Reihe nach vor. Michael bedeutet, wer ist wie Gott? Denn als Luzifer, der von Gott am meisten geehrte Engel, sich aus Stolz, aus Neid, wie man sagt, gegen Gott auflehnte, erkläre ich in meinem Buch Maria und der Antichrist, dass er es tat, um sich dem Plan der Inkarnation zu widersetzen. Michael stellte sich Luzifers Hartnäckigkeit entgegen, um ihm zu begegnen, und wurde daher von Gott ernannt, gewählt, geweiht, könnte man sagen, zum Anführer der himmlischen Heerscharen. Er ist der Hüter Israels, sagt die Bibel, der Hüter des auserwählten Volkes. Er ist auch der Hüter der Eucharistie. Kustos der Kirche, die Väter, einschließlich auch des heiligen Thomas von Aquin, sagen, dass ihm der letzte Kampf mit dem Antichristen auf dem Ölberg zustehen wird. Der heilige Thomas von Aquin, der sicherlich kein Unbekannter ist, sagt, dass etwas Wahres daran sein muss. Der heilige Thomas von Aquin sagt, dass die letzte Schlacht des Antichristen auf dem Ölberg in Jerusalem stattfinden wird, dem Berg, der unserem Herrn Jesus Christus lieb ist, und dort wird alles gekämpft. Er wird vom Erzengel St. Michael besiegt, der ihn lebendig in die Hölle schicken wird. Das heißt, noch lebendig wird sich der Schlund der Hölle öffnen, und St. Michael wird den Antichristen mit der Kette dort hinunterwerfen und dann auch in einem späteren Moment Luzifer. San Michael Erzengel wird deshalb angerufen, wie Sie wissen, für diejenigen, die die Messe besuchen oder die traditionelle Messe auf Radio Domina Nostra verfolgen, am Ende jeder Feier der 3. und 4. Klasse. Geschrieben von Papst Leo dem 13., als er am 13. Mai 1881 die Kirche von Satan angegriffen sah. Sanctus Michael Archangelus, verteidige uns im Kampf. Sei unser Schutz vor dem Teufel. Ja, du bist unser Schutz gegen die gewalttätige Bosheit der teuflischen Geister. Gott gebiete ihm. Lo befehle Gott, der Teufel, flehentlich bitten wir.
Und du, Fürst der himmlischen Heerscharen, Satan und die bösen Geister, die umherwandern, etc., in die Hölle stoße. Das heißt, du, Erzengel Michael, der von Gott zum Anführer der himmlischen Heerscharen ernannt wurde, schicke den Teufel in die Hölle. Jedes Haus braucht ein Bild von Erzengel Michael. Ich habe es überall. Überall, wo ich gewohnt habe, in meinen Pfarreien, wo ich war, in der kleinen Nazareth, wie ihr wisst, stelle ich sofort den Erzengel Michael auf. Sonst ihr Erzengel in Häusern haben. Dann gibt es außerdem auch eine tägliche Weihe. Die erste Mal, als ich ging, habe ich es gestern erzählt, nach Monte Sant'Angelo, worüber wir jetzt sprechen werden, dort auf dem Gargano, hier in der Nähe auf dem Gargano. Die erste Mal, als ich ging, war ich 12, 13 Jahre alt. Dann ging ich mit 18. Mit 18 Jahren wurde mir gegeben, ich denke immer, dass wir alle die Zeichen der göttlichen Vorsehung erkennen müssen. Apropos, dass wir am Sonntag in Lecce sind, als Don Enrico kommen sollte und nicht konnte. Mir wurde das Bildchen des Erzengels Michael gegeben, auf dem die Weihe stand. Ich sprach sie mit 18, dort in Monte Sant'Angelo, bei der Grotte des heiligen Michael, die jeder, der dort gewesen ist, kennt, welche heilige Atmosphäre diese unterirdische Grotte hat. Und ab dann, etwas Geheimnisvolles, habe ich es bis heute gelernt. Seitdem ließ ich es nicht los. Mehr als 25 Jahre, ja 30 Jahre, bete ich jeden Morgen die Weihe an den Erzengel Michael. Diese, die Sie sehen, ist die Grotte von Gargano, die übrigens über San Giovanni Rotondo liegt. Wir haben oft gesagt, ich schrieb es in meinem Buch Padre Pio, Mann Gottes, dass es kein Zufall ist, dass Gott Padre Pio aus Pietrelcina, dass er sein ganzes Leben lang gegen den Teufel kämpfen musste, von seinen Vorgesetzten nach San Giovanni Rotondo geschickt wurde, dass San Giovanni Rotondo hier ist und darüber Monte Sant'Angelo liegt. Also hat er praktisch sein ganzes Leben, könnte man sagen, im Schatten des Erzengels Michael verbracht. Allora, er, der Erzengel Michael, wird gerufen, uns vor Santa zu schützen. In der Bibel, bei Dante und in der Offenbarung. Gestern Abend. Wir haben das Kapitel 2 der Apokalypse kommentiert. Jetzt nehme ich mein Buch Die Symphonie des Lammes wieder zur Hand, auf Seite 203 im Kommentar zu Kapitel 12. Am Vers 7 lesen wir: Es brach also ein Krieg im Himmel aus. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Der Drache kämpfte mit seinen Engeln, aber sie siegten nicht und es gab keinen Platz für sie im Himmel. Achtung, es brach ein Krieg im Himmel aus. Welcher Krieg ist das? Die des Glaubens. Dio, sagt Thomas von Aquin, zeigt allen Engelschören seinen Plan, nämlich dass er den Menschen erschaffen würde und dass es die Menschwerdung seines Sohnes für die Menschheit geben würde. Lucifer rebelliert dagegen. Gott zieht sich zurück und Lucifer sagt, lasst es sein. Seht ihr nicht, dass da nichts mehr ist? Folgt mir, hört nicht auf ihn. Er spinnt die Gegenkatechese, die heute die falsche Kirche betreibt. Wie es die leichtgläubigen Unakum gibt, die auf Bergoglio hereinfallen, gab es auch die leichtgläubigen Engel, die in die Falle von Lucifer getappt sind, der all seine unvergleichliche, unübertroffene Geschicklichkeit einsetzte, weil er der bevorzugteste Engel war, um so viele Engel wie möglich davon zu überzeugen, dass es nicht mehr angebracht sei, jenem da zu folgen. Folgt mir, ich mache euch glücklich. Gott zog sich zurück, um sie zu prüfen, wie auch wir geprüft werden. Quindi, der Krieg ist nicht physisch, er ist spirituell, es ist der, den wir auch kämpfen. Wie oft werden wir gegen Gott versucht? Wie oft wird unser Glaube auf die Probe gestellt? Wie oft sind wir versucht, uns gehen zu lassen? Die Verzweiflung, die Entmutigung, der Wahnsinn, das Misstrauen gegenüber Gott. Aber warum handelt der Herr so und so weiter und so weiter? Es ist ein Krieg, der sich dann in uns verlagert hat, nach der Erbsünde. Dieser Krieg im Himmel erfordert eine gut organisierte militärische Kampagne. Auf der einen Seite ist da Michael. Der Erzengel Michael ist in der Heiligen Schrift auf bedeutende Weise präsent. Michael und seine Engel. Achtung auf diese Aneignung, seine Engel. Müsste der heilige Text von Johannes in der Apokalypse sagen, Michael und die Engel Gottes. Und stattdessen sagt er bedeutungsvoll, Michael und seine Engel, also seine Truppen. San Michael hat seine Truppen, liebe Kinder. Die Exorzisten wissen's. Doch müssen wir täglich uns selbst exorzieren? Rufend Erzengel Michael und Engel an. Michele und seine Engel
sind die Truppen, sie sind die Engelsarmeen des heiligen Michael. Seine Engel kämpften gegen den Drachen. Also als Gott sich zurückzog, stellten sie sich ihm entgegen, um zu sagen, du bist ein Betrüger, Luzifer, du bist ein Lügner, du bist ein Falschredner, du stellst dich gegen Gott. Im Laufe der Zeit fallen jedoch andere Engel in die Falle, denn der Text sagt, dass der Drache zusammen mit seinen Engeln kämpfte. Quindi ci sono gli angeli di Michele e gli angeli di Satana, del Drago, c'è tutto. Alles ist da, also tut die Kirche gut daran, am 29. September im alten Ritus der Messe die Feier den Rang der ersten Klasse zu geben. Wichtig, erste Klasse Erzengel Michael. Und dann wird der Teufel natürlich besiegt und hinuntergeworfen. Im Inferno, weil Michael gewinnt. Michele siegt, sie verloren und kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache, die alte Schlange. Wir sind im Kapitel 12 der Offenbarung, Verse 8 bis 9. Derjenige, den wir den Teufel und Satan nennen und der die ganze Erde verführt, wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden auch seine Engel gestürzt. Ihn hat Michael besiegt. Aber an diesem Punkt endet die bereits an sich ruhmreiche Mission des Erzengels Michael nicht, denn er wird von Gott engagiert angesichts der hervorragenden Ergebnisse. Es ist immer so, wenn ein Soldat sich gut verhält und gewinnt, wird er offensichtlich danach belohnt. Michael wird von Gott belohnt, er wird auserwählt, auf eine Weise geweiht, die wir uns im Himmel nicht vorstellen können, weil wir nicht dort gewesen sind. Er wird geweiht. Kapitel nichts weniger als aller Engelsheerscharen. Die Bibel sagt, dass es Milliarden von Milliarden und Milliarden von Milliarden, man könnte sagen Millionen von Millionen von Engeln gibt. Wir kennen die genaue Zahl nicht, aber von diesem endlosen, zahlenmäßig beeindruckenden Zug von Engeln wird Michael von Yahweh, von Gott selbst, von Gott dem Vater, mit dem Siegel des Kommandos geweiht. Du bist der Kommandant. Michele, Sankt Michael, führt die Engel an. Beendet die Schlacht im Himmel, da Gott gewinnt, vertraut er ihm eine weitere Schlacht an, die auf der Erde, das heißt Satan wird, wie wir hören, auf die Erde gestürzt. Und von diesem Moment an greift er die Menschheit an und vor allem die Kirche. Dann beauftragt Gott Michael, die Kirche zu schützen, sie zu verteidigen, sie zu begleiten und zu bewahren. So ist es für uns wichtig. Erzengel Michael anrufen. Das Zeitalter der Frau, das die Zeit ist, in der wir den Kampf gegen den roten Drachen erleben, entspricht der Schlacht des himmlischen Erzengels gegen den Teufel. Leone der 13. wollte, wie wir gesagt haben, das Gebet am Ende der Messe einfügen. Jetzt möchten wir die 6 Erscheinungen des Erzengels Michael im Laufe der Geschichte erzählen. Die ersten 3 sind Ende des 5. Jahrhunderts, als der Erzengel Michael auf dem Gargano und genauer gesagt auf dem Monte Drion zwischen 490 und 493 nach Christus erschien. Also übrigens, ihr solltet wissen, dass diese Erscheinung des Erzengels Michael einen großen Einfluss auf die katholische Geschichte hatte. Und ich werde euch sagen, dass es aus liturgischer Sicht stimmt. Denn nicht weniger als das Fest des Erzengels Michael am Sonntag ist tatsächlich die Weihe des Erzengels Michael. Das heißt, es wird darauf Bezug genommen, dass der himmlische Erzengel die Höhle gewählt und sie ihm geweiht hat. Das ist interessant. Und dann, am 8. Mai, gibt es das Fest der ersten Erscheinung des Erzengels Michael. Also waren diese Erscheinungen des Erzengels entscheidend. Sind entscheidend gewesen. Also schauen wir mal diese Erscheinungen an. Beginnen wir mit der sogenannten Erscheinung des Stiers. Die erste Erscheinung des heiligen Michael, genannt die des Stiers, geht auf das Jahr 490 nach Christus zurück, als der erste Magistrat von Siponto, ein gewisser Elvio Emanuele, der nach dem Wunder seinen Namen in Gargano ändern wird und den wir fortan Elvio nennen, seinen besten Stier aus seiner Herde verliert. Er war also ein Hirte, ein Viehzüchter. Nachdem er lange gesucht hatte, findet er ihn in einer Höhle, dort auf dem Gargano. Aber er, Elvio, kann sich seinem Stier nicht nähern. Etwas hinderte ihn daran, hineinzugehen, und der Stier wollte nicht herauskommen.
So in einem Wutanfall schleudert Elvio einen Pfeil auf den Stier mit der Absicht, ihn zu töten. Willst du raus? Dann mache ich dich kalt. Du bist nutzlos. Mal der Pfeil, wie durch ein Wunder, ändert die Richtung, kehrt zurück und trifft Elvio am Bein. Michele weiß, kein Spaß. Natürlich, selbstverständlich sagt man auch, dass wir einen Sturm entfachen und so weiter. Im Gegensatz zu den verschiedenen Versionen, die gegeben werden, heißt es, dass Elvio in einem bestimmten Moment, nachdem er diese Beleidigung erlitten hatte, nennen wir es mal so, sieht er dort drinnen in der Höhle, Achtung, einen Kriegerengel, der ein Schwert hielt. Funkelndes Schwert. Noch nicht das Team, auch nicht die Regie, zeigen das Nahaufnahmefoto von Erzengel Michael, weil das ein bisschen zu weit entfernt war. Kleine Nazareth auch vorn. Wir haben ein riesiges Fotoarchiv der Statue, wie ihr wisst, die von euch, die nach San Michele Arcangelo in Piccola Nazareth kamen, aus Carrara Marmor. Jedenfalls Elvio, erschrocken von der Sichtung dieses Engels mit einem Feuerschwert, begibt sich in dem Glauben, die Höhle sei von Dämonen bewohnt, zu Bischof Lorenzo von Majorano. Laut anderen Versionen hieß er Felice. Wir sprechen vom 5. Jahrhundert nach Christus. Also können da Ungenauigkeiten sein. Der Bischof befiehlt dann, ohne dem viel Beachtung zu schenken, trotzdem 3 Tage Gebet und Fasten. 3 Tage Gebet und Fasten. Am 3. Tag, dem 8. Mai, deshalb ist im traditionellen liturgischen Kalender, zusammen mit dem Fest der Madonna von Pompeji, der selige Bartolo Longo, als man ihn fragte, welches Datum er für das Fest der Madonna von Pompeji wählen wollte, wählte er dieses, er war aus Apulien, der selige Bartolo Longo wählte den 8. Mai, der Tag, der der ersten feierlichen Erscheinung gewidmet ist. Weil am 8. Mai 490 nach Christus San Michael Erzengel erscheint dem Bischof im Traum, der für einige Lorenzo, für andere Felice hieß, und sagt zu ihm, ich bin der Erzengel Michael und bin immer in der Gegenwart Gottes. Man könnte sich fragen, warum im Paradies nicht alle in der Gegenwart Gottes sind. Ja, wahrscheinlich sind sie in der Gegenwart Gottes, was darauf hinweist, dass der himmlische Archont einen Ehrenrang hat und direkt zum Thron des Allerhöchsten gelangen kann. Dann fügt er hinzu, die Grotte ist mir heilig und ich habe sie ausgewählt. Man muss sagen, dass die Madonna und der Erzengel Michael die Orte gut auswählen können. Denn wie ich gestern sagte, ist die Grotte von San Michele wirklich, wirklich außergewöhnlich. Ich weiß nicht, ob ich Glück oder Pech hatte, das liegt bei Ihnen. Sehen Sie, hier ist die Statue von San Michele, die wir in Klein Nazareth haben. Schauen Sie, was für ein Wunder, was für ein Meisterwerk. Sie ist ganz aus Marmor und ich denke, sie gehört zu den schönsten der Welt. Ich denke, ich halte sie für eine der schönsten der Welt. Sie ist auch sehr hoch, wie Sie wissen. Ich sagte, es gab dort immer einige besessene Personen, die befreit wurden, weil die Exorzisten, ich weiß nicht, ob sie es immer noch tun, Besessene dorthin brachten, damit sie befreit würden. Die Grotte ist mir heilig und ich habe sie ausgewählt. Kein Blutvergießen von Tieren mehr. Wo sich der Fels öffnet, könnte die Sünde des Menschen vergeben werden. Ciò che in Gebet erbeten wurde, wird gewährt. Perciò steigt den Berg hinauf und weiht die Höhle dem christlichen Kult. Diese sind die Worte des Erzengels Michael an den Bischof. Der Bischof erzählt dem Volk, und damit er zur Prozession auf den Monte Sant'Angelo in Apulien geht, so wird er dann genannt. Auch in diesem Fall gibt es verschiedene Legenden, verschiedene Traditionen, die wir kennen. Andiamo zur zweiten Erscheinung, 2 Jahre später, 492 nach Christus. Die erste heißt Stiererscheinung, weil alles damit anfängt, wie ihr gehört habt. Die zweite heißt Siegeserscheinung. Siamo sempre a Siponto ed è assediata dagli Eruli, comandanti da Comandati von Odoaker, einem der vielen barbarischen Völker, die damals durch Italien zogen. Siponto war bis zum Äußersten erschöpft und der Bischof Lorenzo di Majorano oder Felice erhielt 3 Tage Waffenstillstand von Odoaker. Die Heruler waren ein heidnisches Volk und der Bischof Lorenzo oder Felice befahl der Bevölkerung zu beten und Buße zu tun, um die Fürsprache des Erzengels, des Beschützers des Volkes Gottes, zu erlangen. Und auch dieses Mal, wie schon 2 Jahre zuvor, erscheint demselben Bischof zum 2. Mal
der Erzengel Michael. Um 10 Uhr morgens ein heftiges Gewitter, begleitet von Sturm, große Blitze, während sich Odoakers Armee nach Siponto aufmacht und aufgehalten wird. Die Truppen von Odoaker werden aufgehalten, die Belagerung wird aufgehoben und sie fliehen. San Michael Erzengel war eingeschritten, um Siponto zu retten, und der Bischof Lorenzo organisiert daraufhin eine zweite Prozession zum Monte Sant'Angelo, zur Grotte, die inzwischen nicht mehr so besucht wurde, wie es San Michael wollte. Dritte Gargano-Erscheinung, es sind drei. Die dritte Erscheinung wird als die der Meditation oder Widmung bezeichnet. Insofern es die erste ist, die ein greifbares Zeichen hinterlässt, über das wir jetzt für einen Moment sprechen, gibt es ein Zeichen von Erzengel Michael dort in der Höhle, den Abdruck, ich konnte ihn berühren. Es ist ein Privileg, denke ich, das ich hatte. Er ist dort am Altar, es gibt wirklich einen Meißel. Darin ist dieser Felsen mit diesem Fuß, der Abdruck eines Fußes, mehr oder weniger, die laut der Tradition von San Michele hinterlassen wurde, wie wir gleich sehen werden. Der Bischof, immer noch er, Lorenzo Felice, dankbar für San Michele Arcangelos Eingreifen gegen die Heruler, hatte von einem Papst, zu jener Zeit Gelasius I., die Erlaubnis erhalten, einen Altar in der Höhle zu weihen oder zu widmen, wo San Michele Arcangelo im Jahr 490 erschienen war und wo er sich im Jahr 492 bewegt hatte, um. Verteidigen Sie Ponto. Der Papst gewährt es ihm, der Bischof Lorenzo oder Michele bereitet diese Weihe eines Altars in der Höhle vor, aber der Erzengel Michael erscheint ihm und sagt, es sei nicht nötig, dass ihr mir diese Kirche weiht, die ich selbst mit meiner Anwesenheit geweiht habe. Und mit meiner Hilfe erhebe es zum Gebet und feiere das Opfer. Ich werde dir zeigen, wie dasselbe. Ich selbst habe diesen Ort geweiht. Daher, liebe Kinder, befinden wir uns in Anwesenheit eines besonderen Ereignisses, das wir am Sonntag feiern, die Weihe des Erzengels Michael, 29. September. Es ist deshalb, dass es am 29. September gefeiert wird, weil an diesem Tag, dem 29. September 493, der Erzengel Michael dem Bischof sagte, diesen Ort habe ich selbst geweiht. Ich glaube, es ist das einzige Heiligtum der Welt, das nicht vom Bischof, Papst oder Kardinal geweiht und geweiht wurde. Denn wie ihr wisst, müssen Kirchen geweiht werden. Dieses hier wurde direkt vom Erzengel Michael geweiht. Und dann zieht das Volk trotzdem in Prozession. An diesem 29. September des Jahres 493 ist es sehr heiß und es ereignet sich ein erstes Wunder. Zwei Adler mit ausgebreiteten Flügeln schützen den Bischof vor den Sonnenstrahlen. An der Grotte angekommen, ein zweites Wunder, denn sie fanden dort, und das ist meiner Meinung nach der erstaunlichste Aspekt, übernatürlich gesprochen fast schwer zu akzeptieren. Sie gehen praktisch dorthin. San Michele hatte gesagt, bereitet keinen Altar vor. Auch wenn er bereit war, bringt ihn nicht mit, denn ich habe die Kirche und die Grotte selbst geweiht. Sie gehen in Prozession, treten ein und finden einen Altar. Eine einfache quadratische Steinplatte, bedeckt mit einem scharlachroten, also roten Tuch und überragt von einem Holzkreuz, manche sprechen von Kristall. Erzengel Michael gab das Zeichen. Quindi sagt man, dass die Höhle engelhaft ist, weil dort der Erzengel Michael erschienen ist und weil sie einen Altar gefunden haben, den vermutlich die Engel gebracht haben. Sperren wir mal, dass Bergoglio es nicht erfährt, sonst wird er sagen, dass auch diese Übersetzung oder Errichtung oder Weihe nicht wahr ist, wie die von Loro. Wer nach Monte Sant'Angelo geht, viele von euch wussten das vielleicht nicht, seht, was Monte Sant'Angelo ist, übrigens von uralter Tradition, aber vor allem ist es eine Engelsgrotte. Das heißt, es ist die irdische Wohnstätte des Erzengels Michael. Und übrigens ist der Altar übernatürlichen Ursprungs, man könnte sagen, engelhaft. Von wo haben ihn die Engel gebracht? Wir wissen es nicht. Es gibt diesen Altar aus Marmor, er wurde gefunden. Das rot-scharlachrote Tuch mit einem Kruzifix. Einige sagen, es sei aus Kristall gewesen. Aber das Wichtigste ist, dass der Bischof von Siponto am Eingang im Felsen
den Fußabdruck findet, der so groß ist wie der eines Kindes. Und so wird der 29. September der Tag, an dem der Erzengel Michael als Beschützer der Kirche anerkannt wird. In Rom kommt die Nachricht von diesen drei Erscheinungen zwischen 400 und 493, zwischen dem 8. Mai 492 und dem 29. September 493, verbreitet sie sich überall. Die Verehrung des Erzengels Michael vor der Madonna. Das ist interessant. Aber es gibt eine weitere Erscheinung des Erzengels Michael, die ich erzählen möchte, sehr bekannt, diesmal in Rom. Nicht weit weg von diesen Erscheinungen. Diese ereignen sich im 5. Jahrhundert zwischen 490 und 493. Und ich wiederhole, die Höhle von San Michele auf dem Gargano ist eine Engelsgrotte. San Michele Spur, der Engel, Altar. Mal die andere Erscheinung fand in Rom statt, jenseits des Tiber. Es ist eine Erscheinung, die ich euch jetzt erzähle. Ihr werdet sie kennen, weil ich sie euch schon mehrmals erzählt habe. Also geschieht sie während des Pontifikats des Unerreichbaren, ich würde fast sagen Papst Gregor der Große, Papst für 14 Jahre, von 590 bis 604 nach Christus. Also, Rom war von der Pest heimgesucht. Es gab die Pest in Rom und viele Römer starben. Und vor allem war das Problem, dass der Fluss Tiber über die Ufer trat, was auch eine große Hungersnot mit sich brachte. Also Pest und Hungersnot. Der Papst beschließt dann, eine bedeutende symbolische Geste zu vollziehen. Er organisiert eine Bußprozession, um Vergebung für diejenigen zu erbitten, die die Lehre wie geworfene Steine benutzen, und um Vergebung gegen die Synodalität zu bitten. No, das war ein bergoglianischer Einschub, passiert mir manchmal. Papst Gregor der Große hielt, wie es immer der Fall war, dass all dies, aber das dachte er, wenn man Manzoni liest, auch Manzoni, dass die Pest des 17. Jahrhunderts in Mailand als Folge der Sünde angesehen wurde. Heute haben wir diese Vorstellung verloren und meiner Meinung nach ist das falsch. Jedenfalls organisiert Gregor der Große eine Bußprozession, bei der er barfuß an der Spitze geht. Die Prozession sah vor, dass man barfuß in Buße von San Giovanni in Laterano, da es damals noch die päpstliche Residenz war und es lange bleiben würde, bis zum Petersdom im Vatikan ging, während man die Bußpsalmen rezitierte. Also überquerten sie den Tiber, da gab es noch die Holzbrücken. Daher stellt euch Gregor, den heiligen Gregor den Großen vor, der barfuß das Kreuz trägt. Der Papst schreitet voran mit allen Römern, die ihm folgen, denn die Heiligen haben das Gute an sich, dass sie immer gefolgt werden. Die Schafe kennen ihre Hirten. Während sie beten und sich den Ufern des Tiber nähern, bemerken alle, dass auf dem Mausoleum des Hadrian, das heute nicht umsonst Castel Sant'Angelo genannt wird, ein Engel erscheint. Seht ihr ihn? Der berühmte, berüchtigte, weltbekannte Castel Sant'Angelo. Seht ihr das auf der Spitze? Ich konnte dort oben sein, wie ich denke viele von euch auch. Ein Engel dargestellt ist, der genau der Erzengel Michael ist, in dem Moment, in dem er das Schwert in die Scheide steckt. Weil was war passiert? Es passierte, dass während alle jungen Leute, alle, einschließlich Gregorio, gingen, sie diesen Engel auf der Spitze des Schlosses sehen konnten, das noch das Mausoleum des Hadrian war. Und sie interpretierten den Moment, in dem er San Michele das Schwert in die Scheide legte, als Zeichen dafür, dass der Zorn Gottes besänftigt war und die Strafe endete. Die Bestätigung dafür war, dass Gregorio und andere, während sie voranschritten, die Engel Regina Coeli Laetare singen hören konnten. Alleluia, das Regina Coeli der Osterzeit, das den Sieg verkündete. Der Zeitdruck ist leider groß, ich erspare euch weitere Details, möchte euch stattdessen von etwas Wichtigem erzählen. Und das ist es. Ich halte die anderen Erscheinungen für weniger wichtig. Entschuldigt, die Kamera hat sich bewegt und die anderen Erscheinungen werden dann gesucht. Aber was ich sagen wollte, der Erzengel Michael, der Herr hat ihn uns gegeben, um gegen den Teufel zu kämpfen. Die Freimaurer haben alles getan,
um die Verehrung des Erzengels Michael zu verdunkeln. Seht, er wird nicht mehr angerufen. Haben modernistische Theologen bei den Seminaristen platziert, um ihnen zu erklären, dass der Erzengel Michael eine mythologische, märchenhafte, mesopotamische Erfindung ist. Und so hat das Volk die Engel nicht mehr angerufen. Und das, ich schließe, wie ich begonnen habe, ist ein großer Fehler, ein sehr großer. Es ist die Zeit, in der wir besonders in diesem Kampf der Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, gegen den roten Drachen, den Erzengel Michael, anrufen müssen, weil er uns im Kampf gegen Satan hilft. Der Zeit des Antichristen wird durch die marianische und die michaelische Zeit widersprochen. Unter seinem mächtigen Schutz, schreibe ich auf Seite 123, wird der kleine Rest gegen Satan widerstehen und schließlich siegen. San Michael hat im Himmel gesiegt. San Michael wird in der finalen Schlacht gegen Satan in diesem Krieg siegen. Heute ist der 27. und wir bereiten uns auf das Fest der Weihe des Erzengels Michael vor, das daran erinnert, wie der Bischof von Siponto am 29. September 493 mit den Gläubigen in die heilige Engelsgrotte des Monte Gargano eintrat und den Altar und den Abdruck von Sankt Michael fand. Wir möchten daran erinnern und uns auf diese Feierlichkeit vorbereiten, die Bruder Celestino und ich in Lecce erleben werden, wie ich euch erinnert habe. Am Ende der Messe setzen wir das Allerheiligste aus und beten den Engelsrosenkranz, um den heiligen Michael anzurufen. Die Weihe an den heiligen Michael wird am Ende der Messe, am Ende der heiligen Stunde der Anbetung vollzogen, damit ihr euch alle aus ganz Italien diesem feierlichen Akt der Weihe an den himmlischen Erzengel anschließen könnt.